Jetzt ist Mindset gefragt. Versucht, die Dinge, die Thomas euch heute gezeigt hat, die er uns bisher gezeigt hat, anzuwenden. All die Modelle, die wir heute gelernt haben, die Konzepte, die wir bisher kennengelernt haben, finden gerade in solchen Momenten ihren Platz. Was bedeutet innere Führung überhaupt? Wie definieren wir überhaupt innere Führung? Stellen wir uns mal folgende Frage. Wie können wir imstande sein, ein gutes Leben, eine gute Einheit, ein gutes Team, ein gutes Unternehmen, eine gute Beziehung, gute Freundschaften zu führen, wenn wir uns selbst nicht zu führen wissen? Zuerst richten wir also unsere Aufmerksamkeit nach innen. Wir machen nochmal 10, ich schaff das. Heißt, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Etwas von sich zu kennen ist eine Sache. Etwas von sich zu fühlen und das Gefühlte auch zuzulassen, ist klar zu sehen, eine völlig andere. Es geht also nicht nur darum, was wir von uns selbst wissen, sondern es geht auch darum, ein Gefühl für sich aufzubauen. Wir fügen Sinn immer hinzu. Wir geben Dingen eine Bedeutung. Alles, was wir sind, ist das Ergebnis dessen, wie wir das Gedachte aufgearbeitet haben. Welche Macht sprichst du deinen inneren Stimmen zu? Welche Macht sprichst du deinen kraftspendenden Stimmen zu? Und welche Macht deinen kraftraubenden? Wie deuten und interpretieren wir im Moment das Gesehene, das Gefühlte und das Erlebte? Wie deuten wir unsere Erlebnisse? Thema Aufopferung. Wenn wir uns selbst ohne den Filter namens Ego sehen, was sehen wir dann? Was sehen und entdecken wir in uns selbst, wenn wir die Maske fallen lassen? Was sollten wir also aufopfern? Vielleicht ist es ein wunderschöner Ansatz, die Maske aufzuopfern. Thema Resilienz. Wie gehen wir mit Widrigkeiten um? Welches Maß an Kontrolle können wir uns erarbeiten? Welche Strukturen können wir uns aufbauen? Und dann könnt ihr später Speed aufbauen, ne? Ein bisschen schneller werden, aber trotzdem strukturiert. Und beim Hunger sieht's aus so, jo, was esse ich gleich? Hat mein Hund, habe ich mir heute schon die Waschmaschine ausgestellt.
Das halte ich nicht lange durch, ne? Ja, die andere Seite kommen. Daumen. Okay, nochmal. Nochmal, einfach wirklich. Oh! Mit welcher geistigen Flexibilität begegnen wir fordernden Momenten? Ready! Oh. Ready! Oh. And up! 1, 2, 3! And up! Kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Wenn wir also uns selbst geschult haben, unsere Achtsamkeit nach innen zu richten, uns selber besser zu verstehen in unseren Extremen, extreme Anspannung, extreme Entspannung, dann können wir auch unsere Achtsamkeit geschult wieder nach außen richten. So wie wir uns selbst führen, so können wir auch im Außen führen. Liebevoll, respektvoll und fürsorglich mit unseren Mitmenschen umgehen, funktioniert nur, wenn wir auch liebevoll, respektvoll und fürsorglich mit uns selbst umgehen. Wer viele Perspektiven im Leben gewonnen hat, der kann die Welt aus verschiedenen Standpunkten betrachten. Aus allem und von jedem können wir lernen. Wer sich stets grün sieht, wird stetiges Wachstum erfahren. Wer sich bereits reif denkt, beginnt bereits zu faulen. Lehrer und Mentoren finden uns, wenn wir nach ihnen Ausschau halten. Ja, mein Name ist Clemens Clausen. Ich bin auch Trainer und Ausbilder für diverse Kräfte von Bund und Länder, allerdings eher im maritimen Bereich. Bin ausgebildeter Mentaltrainer und hatte heute mal das Vergnügen, meinen Arbeitskollegen oder meinen Buddy mal zu beobachten, wie er selber ein Seminar leitet. Und das war ganz interessant mal zu sehen. Eine völlig andere Herangehensweise und Perspektive. Und das hat er sehr gut gemacht und war sehr beeindruckend. Das Highlight war durchgehend die Kombination zwischen Theorie und Praxis. Das heißt, wir haben viel theoretischen Input bekommen. Und es war auch sehr interessant, das mal aus seiner Perspektive mir anzuhören. Und darauf folgend waren ja immer diese praktischen Übungen, die sehr sinnvoll eingesetzt waren. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und war ein toller Tag. Oh, da führt jetzt ein Pferd. Oh, der hat den so lieb. Lorenz, ja, Lorenz will gar nicht mehr aufhören. Gar nicht mehr aufhören will er. Langsam nach hinten nehmen. Stopp! Halten, halten! Langsam nach hinten nehmen. Stopp! Ja. Füll die Beine. Langsam nach hinten nehmen. Stopp! Hallo, Rennzeit! Das sind kräftige Jungs! Alter!
Komm nach hinten mit dir, komm! Nach hinten! Schulterschlag. Und der Ferg, Ferg, ey, macht es ihm schwer! Macht es ihm schwer! Bulle, ey! Vorsichtig! Halten! Hüften vorsichtig! Und lösen, lösen! Ich bin Enrico aus Leipzig. Ich bin Ron Tempelhof, ich leite IT-Projekte. Ich heiße Mohamed Bekrater, komme aus Koblenz bzw. aus Neuwied. Ich bin Elisa, ich komme aus der Nähe von Mannheim. Ich bin Micha. Ich bin Kai. Ich bin die Sarah, komme ursprünglich aus der Nähe von Heidelberg. Ich bin der Ben. Ich bin der Nils. Malte Lenz ist mein Name. Und bin mit dem Ansatz hierher gekommen, neben dem Fachlichen auch immer wieder das Mentale weiterzuentwickeln. Meine Erwartungen an das Seminar wurden erfüllt und im Gegensatz zu vielen anderen Seminaren, die ich schon besuchen durfte, übererfüllt, weil hier auch die Seminarleiter die Leistungen mitbringen, die sie dann auch erlebt haben und anderen vermitteln. Ich bin heute hergekommen, weil ich vor einem Vierteljahr auf Thomas Trailer von dem Podcast aufmerksam geworden bin und seine Worte direkt ins Herz gingen. Und das hat sich heute so weitergeführt, Tatsache hier. Thomas hat heute was geschafft, was ich so noch nicht so gesehen habe. Und zwar ab der ersten Minute war eigentlich hier in der Gruppe eine Teamdynamik, ein Zusammenhalt. Und eigentlich war diese Ehrlichkeit, die Thomas mit Humor verbindet, die dadurch einen Teamgedanken fördert, für mich das eigentliche Highlight heute. Auch die Gruppenübungen waren für mich ein sehr interessanter neuer Impuls. Aber tatsächlich war Thomas' bedingungslose Ehrlichkeit von Anfang an, die dazu beigetragen hat, meiner Meinung nach, wir von Anfang an wussten, worauf wir uns einlassen und die Teamdynamik sehr stark gefördert hat und wir bis zum Schluss ein gemeinsames Ziel verfolgt haben und das auch bewältigt. Ich bin hier mit der Erwartungshaltung hergegangen, ein Seminar zu erleben, wo es auch ein paar praktische Übungen gibt und war am Ende total überrascht, wie sehr der praktische Teil doch überwogen hat. Ja, also ich war auch schon auf einigen Seminaren und Coachings. Das war halt eine sehr neue, sehr unorthodoxe Herangehensweise und fand ich mega geil. Ja, also die Inhalte mal auf eine andere Art und Weise zu vermitteln. Weil ich Thomas kenne und echt die Dinge kenne, die er tut und sie ziemlich geil finde. Und deswegen dachte ich mir, bin ich auf jeden Fall heute auch wieder dabei hier. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich auf so einem Seminar dabei bin und ich habe jedes Mal auf jeden Fall sehr, sehr viel dabei mitgenommen. Ich habe heute an dem Seminar teilgenommen, um an mir zu arbeiten, Unterstützung zu kriegen, an mir selber zu arbeiten. Ich kann es jedem nur empfehlen, an kommenden Seminaren teilzunehmen, weil ich persönlich werde sehr viel aus dieser Erfahrung mit rausnehmen und im täglichen Leben anwenden, versuchen anzuleben, jeden Tag an mir zu arbeiten. Und ja, mit den Erwartungen war es eigentlich relativ offen. Es war mir so, okay, ich lasse mich einfach drauf ein, was so kommen wird. Ich kenne den Thomas von Hörsten schon etwas länger. Wir waren Kameraden früher, wir waren sogar auf derselben Stube. Mir war schon bewusst, dass es um Team Spirit geht in diesem Seminar. Und das war auf jeden Fall, so wie ich mir das vorgestellt habe, viel Team Spirit. Man hat neue Dinge dazugelernt, die einem auch in Zukunft weiterhelfen werden bzw. können. Um einfach alles schon mal vorwegzunehmen, ich glaube, meine Stimme sagt schon alles aus. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war ein richtig geiles Seminar. Ich kannte ein ähnliches Seminar von Thomas schon, bin deswegen mit einer ähnlichen Erwartungshaltung reingegangen. Und trotz, dass ich ein ähnliches Seminar schon mal besucht hatte, habe ich doch auf jeden Fall wieder eine Fülle an ganz vielen neuen Informationen und Inputs mitgenommen, die ich, so hoffe ich, mich noch lange irgendwie begleiten werden und in vielleicht schwierigen Situationen in meinem Leben irgendwie mir dabei helfen werden, diese zu meistern. Mein Highlight, eigentlich die ganze Veranstaltung ist super, super durchgetaktet. Die Unterschiede zwischen Sport, mentalem Coaching, Teamgeist.
genau das, dass hier von vornherein auf eine nicht toxische Umgebung geachtet wurde, dass das als höchstes Gut gelebt wurde und auch eine ganz, also beneidenswert tolle Teamdynamik entwickelt hat. Highlight war definitiv, dass wir am Ende alle ein Team waren, obwohl wir uns alle ja erst heute Morgen kennengelernt haben. Und dass es sich angefühlt hat, wie wenn man eben ja eine Familie dann auch ist. Und empfehlen würde ich es definitiv. Es ist was für alle Leute, die ein bisschen an sich arbeiten möchten, aber auch mehr sich selber kennenlernen möchten. Wie sich die Teams dadurch bilden oder wie so eine Teamkompetenz entsteht. Und dass Leute hier reinkommen in diese Halle, die sich nicht kennen. Und man sieht halt dann fremde Gesichter, 30 Leute oder sowas, die du nicht kennst. Und am Ende gibt sich jeder einen ordentlichen Drücker und man hat so wirklich das Gefühl, du hast neue Leute kennengelernt. Halt nicht nur so oberflächlich, nicht nur, okay, der heißt jetzt Robert, der hier ist Ron oder was auch immer, sondern du lernst wirklich was von denen kennen und du gehst mit diesen Menschen an deine Grenzen. Und gerade so diese Teamfähigkeit, das Füreinander-Dasein, finde ich immer absolut geil bei diesen Seminaren. Und ich würde es auf jeden Fall mit voller Überzeugung weiterempfehlen. Mein Highlight war auf jeden Fall die total geile Gruppendynamik. Ja, also sind echt viele verschiedene Menschen auch zusammengekommen, die sich auch vorher noch nicht gekannt haben. Und zu sehen, wie sich das entwickelt zu einer Einheit, der total positive, wertschätzende Umgang miteinander, ja, sich da gegenseitig zu unterstützen, zu bekräftigen, war wirklich eine bereichernde Erfahrung, also mega cool, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und bei der letzten Übung, die ja dann wirklich auch sehr, sehr fordernd war, ja, wie da alle sich gegenseitig gepusht haben und am Ende auch, ja, als man es dann geschafft hat, sich gegenseitig gratuliert, man hat gesehen, die Leute haben sich wirklich echt über diesen Erfolg gefreut, obwohl es ja eigentlich in Anführungsstrichen ja schon so ein bisschen eine skurrile Übung war, eine skurrile Situation, dass das halt doch so Erfolgserlebnisse und positive Gefühle halt ausgelöst hat bei den Leuten. Ja, also das war wirklich sehr, sehr cool. Dass wir trotz einer, sagen wir mal, schlechteren Zeit, das trotzdem noch getoppt haben und uns stetig gesteigert haben und am Ende erfolgreich die Challenge geschafft haben. Neben den ganzen Reden, die gehalten wurden und dem ganzen theoretischen Input, auf jeden Fall das eigentlich das ganze Ding. das ist wirklich schwierig zu sagen. Das, was mir jetzt am präsentesten noch im Kopf ist, ist das Ende gewesen. Da will ich aber gar nicht erzählen, worum es da geht, weil das soll ja eine Überraschung sein für alle, die jetzt dann die nächsten Seminare besuchen werden. Das wäre ja langweilig, wenn ich das vorwegnehme. Das Ende ist auf jeden Fall was, auf das man sich sehr, sehr freuen kann. Und ja, wie gesagt, zwischendurch ist auch alles geil. Es hat einfach von Anfang bis Ende Spaß gemacht, kann man nicht anders sagen. Ist so. Wir sind als Team sehr schnell zusammengewachsen, haben jede Aufgabe gemeinsam überwunden. Ich kann jedem dieses Seminar nur weiterempfehlen, der körperlich als auch geistig voranschreiten möchte und das Beste aus sich holen möchte. Mein Highlight war eine Gruppenübung, in der wir uns gegenüber gestanden haben oder eine Gasse bezwingen mussten, bewältigen mussten, die das Leben simuliert hat. Und das war eine sehr tolle Veranschaulichung und die sollte man selber erleben, weil dann kann man für sich das Ganze mehr ins Leben bringen und für sich selber einen größeren Antrieb daraus entwickeln, weil man es hier vor Ort schon konnte, physisch, also wird man es auch psychisch dann auch wahrscheinlich können. Ich muss auch tatsächlich sagen, manches von der Aufmachung vorher hat mich persönlich gar nicht mal unbedingt so sehr angesprochen. Ich muss aber sagen, ich bin in der Hinsicht unglaublich positiv überrascht, weil ich Menschen erlebt habe, die hier total offen und herzlich miteinander umgegangen sind, die zusammengearbeitet haben, die auch sich füreinander interessiert hatten, mit einem offenen Kopf an die ganze Sache rangegangen sind. Und ich habe den ganzen Tag über sehr viel Spaß gehabt. Es hat sehr Spaß gemacht, mich selber zu quälen, auch mit Hilfe von der Gruppe an sich, aber auch mit Thomas, mich an meine eigenen Grenzen mehr ranzubringen und auch festzustellen, wo sie liegen. Auch, dass sie ein bisschen woanders liegen, als ich so vielleicht gedacht habe oder auch vielleicht andere Leute denken würden. Und dementsprechend würde ich das absolut empfehlen. Und ob ich es empfehlen würde, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Hier kann man absolut nichts falsch machen mit einem Besuch.